Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 4 in der Pixel Remastered Version. Ja, wir sind im Bauch, also hier in einem so ein Typ. Ja, wir sind so ein Typ. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, doch, habe ich schon. Treppe des Giganten. Genau, wir sind in einem Giganten. Da waren wir doch schon mal. Oh, Mechanodrache. Ja, komm, den machen wir einfach mal mit normalen Angriffen fertig, hätte ich gesagt. Das kriegen wir hin. Wir haben gerade übernachtet in einem Hat er gerade 1000 Schaden gemacht? Ich glaube, ne? Habe ich das richtig gesehen? Finde ich jetzt nicht gut. Ja, da muss ich gleich 3000 Schaden machen. Hörst du bitte auf, mich Flammen zu werfen? Das darf doch nicht wahr sein. So, komm, Rosa, du musst... Ich befürchte, Rosa, du musst ein bisschen hier Vitgra auf alle machen. Das heißt, haben wir da ein Problem. Autsch. So. Ich glaube, wir können Vitgra auf alle weiterhin beibehalten. Würdest du bitte sterben, du komischer Drache? Würdest du bitte sterben, du komischer Drache? Hallo? Ja, komm. Ist schon okay. Ich habe schon verstanden. Wir machen Vita da, okay? So. Ach, das hat jetzt er gemacht. Das wollte ich ja gar nicht eigentlich. Na, egal. Gut. Der war jetzt stark. Warum war der zu stark? Das finde ich irgendwie nicht passend. So. Okay. Ah ja. Oh oh. Ihr seid gekommen. Ihr könnt den Giganten von Babel nicht aufhalten. Es ist für euch die Zeit gekommen. Zu sterben. Ah, schön. Die vier kennen wir ja noch irgendwo. Die Elementarfürsten. So ist es. Meister Zemus hat uns ein zweites Leben geschenkt. Macht euch bereit zu sterben. Ich werde euch gerne ein zweites Mal bekämpfen. Ihr habt uns gelehrt, dass es wichtig ist, seine Kräfte zu vereinen. Und das werden wir nun tun. Aber lasst mich euch zuerst heilen. Ah, das ist ja lieb. Danke. Dieses Mal werden wir gewinnen. Was, warum hat uns der jetzt geheilt? Das muss ich nicht... Ich dachte, ihr habt eure Kräfte... Moment. Nicht so schnell. Was? Du jetzt... Ah, das geht mir alles viel zu schnell. So, wieder gar einmal auf ihn. Danke. Und dann hier einmal... Cecil muss angreifen, ist klar. Dann werden wir hier einmal kurz Bahamut beschwören, weil ich mein Hallo. So, und dann machen wir hier Protes auf alle. Aus Protest mache ich jetzt Protes. Das habe ich leider nicht einmal gucken können. Was das Zeug so Schaden gemacht hat, ja. So. Ja, Megaflare macht auf jeden Fall guten Schaden. Das gefällt mir gut. Autsch. So, hier bleiben wir bei Angriff und Rosa wird jetzt einfach... Weißt du was? Sollen wir da... Das sah sich ja fast nicht mal aus hier, Vita. Ja, komm, ist okay. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich, weil wahrscheinlich müssen wir jetzt alle vier hintereinander bekämpfen, deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Und deshalb, genau deshalb habe ich jetzt Auto-Battle eingeschaltet. Ich honk. Ja, ich voll Idiot. Naja. Oh, Fluch. Was macht ein Fluch? Man weiß es nicht so genau, aber ich werde einfach... Ah, okay, so funktioniert das. Ja, das ist okay. So, löst Fluch. Kuriert Fluch. Okay, ja, dann ist es gar nicht mal so schlimm gewesen. Ich dachte jetzt, dass ich den Mega-Flare zum Sonst gemacht habe. So, weißt du was? Hier, also Meteorit haben wir... Naja, doch, wird sich sogar ausgehen, aber Flare müsste auch ganz gut gehen hier. So, Angriff. Ja, Flair ist auch ganz gut. Angriff. Rydia. Ja, komm. Schau mal. Er kostet gar nicht so viel Bahamut. Ist alles nicht so tragisch. So, Vita. Macht das Sinn? Edge, ja, Angriff, ich bin gerade voll Banane, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, wie und was, so. Ich mache jetzt einfach Auto-Battle.
So, jetzt kommt der nächste Elementarfürst. Weil Rosa müsste eigentlich, genau, die macht jetzt Vitrem auf denjenigen mit der geringsten Geschichte, ja. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ach, da kommt schon der letzte. Mega Flare. Wir natürlich schauen, dass Fusoya auf jeden Fall dann sich ein Etherly schnappt. So, einmal einen Ether sich geschnappt. So, und die anderen dürfen weiter den Auto-Battle machen. Der ist halt nicht stark, was der macht, ne? Muss man aufpassen mit dem Auto-Battle, weil Fusoya sollte sich nach Möglichkeit nicht noch einen zweiten Ether einwerfen. So, Angriff, weil jetzt... Ach, Regina. Oh, ach, der kann Regina zaubern. Das wusste ich. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Bin ich jetzt doof? LP werden allmählich regeneriert. Und dann brauche ich ja Rosa gar nicht mehr. Ist das gut, Regina hier? Okay, ich glaube, ich brauche Rosa schon. Nee, braucht man nicht mehr. Ist eh schon. Alles gut. Das ist dann ja einfach. Gut, Bahamut, ne? So. Meister Zemus. Bitte noch eine Chance. Wir haben erneut versagt. Lebt wohl, tapfere Kämpfer. Ja, ihr habt in der Tat wirklich versagt und ihr wart echt keine Herausforderung, Leute. Das war jetzt echt, also ich meine... Was war denn das jetzt bitte? So, machen wir mal so. Jetzt habe ich fast keine Ethers mehr. Ich müsste mir dann echt irgendwo Ether, glaube ich... Ich könnte jetzt nochmal zurückgehen. Ja, komm. Ich muss die Items ja eh nutzen. Es ist immer so eine blöde Krankheit bei Final Fantasy, bei mir zumindest, oder generell bei diesen Spielen, dass ich Items horte, aber die dann nie nutze. So, Antrieb des Giganten. Ah, das ist schön. Können wir den zerstören? Okay, was passiert hier? Oh nein. Das ist also der Kern des Giganten, die zentrale Steuereinheit. Boah! Wir müssen zuerst die Verteidigungsknoten vernichten, denn sie könnten die Steuerungseinheit reparieren. Oh! Guck mal, da haben wir Angriffsknoten, Abwehrknoten und Steuerungseinheit. Ja, weißt du was? Das ist jetzt Angriffsknoten, Abwehrknoten. Dann machen wir mal den Abwehrknoten kaputt. So, Abwehrknoten kaputt machen. Dann machen wir hier auf jeden Fall beschwören. Oh, stechender Laser klingt jetzt schlecht. So. Weißmagie, Oh, ich sehe gerade, das Knubbel ist ja kaputt gegangen. Das wollte ich ja gar nicht. Was ist denn jetzt passiert? Moment, warum ging das so schnell? Hilfe, ich bin überfordert. So. Schwarzmagie. Flair. Go, stirb. Oh, scheiße, der hat ja Reflekt drauf, ich Trottel. Ja, da bin ich jetzt selber schuld. Hätte ich ein bisschen besser aufgepasst, ne? Kugel 199, was? Oh. So, jetzt, okay, jetzt bin ich gerade jetzt ein bisschen... Könntest du das bitte unterlassen? Könntet ihr das... Moment. Moment, das geht mir jetzt... Hä? Warum? Bitte die wiederbeleben, danke. Ja, da war ich wohl zu übermütig, ne? So. Wiedergeburt. Ja, ist okay. Mach ruhig. So. Einmal Erzengel. So, dann nochmal beschwören. Bahamut, geht dahin. Ich weiß, es ist jetzt unklug, dass ich jetzt die alle... So, Weißmagie. Nee, komm. Wir müssen Damage raushauen. Oh, nee, müssen wir nicht. Die sind eh alle tot. Okay. Na gut. Hat man ja doch Glück gehabt.
Explosionen. Gut. Wir haben ihn aufgehalten. Er. Wie könnte es wagen, den Giganten zu zerstören? Du. Kenn ich dich? Du musst tief in dich blicken. Du musst erkennen, wer du wirklich bist. Hör auf. Du musst aufwachen. Was macht der da? Ah, oh. Was ist mit mir passiert? Warum war ich voller Hass? Du hast dein wahres Ich wiedergefunden. Erinnerst du dich jetzt an den Namen deines Vaters? Mein Vater ist Gluia. Was? Dann bist du der Bruder von Cecil? Ihr seid Brüder! Golbes ist mein Bruder? Du warst nur eine Marionette in Zemos Plan. Er hat dich benutzt. Du wurdest auserwählt, weil das Blut Gluias in dir fließt. Das Blut eines Lunariers. Und das macht es einfacher, dich zu kontrollieren. Aber dich gegen dein eigen Fleisch und Blut kämpfen zu lassen. Es reicht! Ich habe gegen meinen Bruder gekämpft. Dieser ganze Hass richtete sich gegen mein eigen Fleisch und Blut. Du bist mein... Wieso hat er dich gewählt? In mir fließt doch auch lunarisches Blut. Es hätte genauso gut mich treffen können. Ich wurde auserwählt, weil die Saat des Bösen in mir liegt. Zemos hat das Böse in mir erkannt und hat geholfen, es wachsen zu lassen. Wohin gehst du? Zu Zemos. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Warte. Ich bin auch ein Lunarier, so wie Zemos. Ich werde dir helfen. Leb wohl, Cecil. Willst du ihn einfach so gehen lassen, Cecil? Golbes wird niemals zurückkehren, das weißt du, oder? Wieso tust du denn nichts? Er ist dein Bruder. Mein Bruder. Ja! Oh nein, Schwierigkeiten! Wir müssen hier raus! Cecil! Träum hier nicht rum! Wir müssen einen Weg hinausfinden! Hier entlang! Oh! Kein! Vergiss es, darauf fallen wir nicht nochmal rein! Wir reden später. Jetzt müssen wir erst einmal hier raus. Ja, ergibt Sinn. Wir sollten hier raus, ne? Beeilt euch! Ja, wir haben eh keine Chance. Wir müssen ihm eh folgen. Ah, wir haben es irgendwie geschafft. Keine Ahnung. Magie. Endlich bin ich wieder ganz ich selbst. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr mir vergebt, nach all dem, was ich getan habe. Natürlich vergeben wir dir nicht. Den Giganten hast alleine du heraufbeschworen. Hört auf. Rosa. Kein Trick, keine Schuld. Du hast doch gesehen, dass Zemos selbst Golbes unter seine Kontrolle hatte. Auch Golbes? Golbes ist der ältere Bruder von Cecil. Ein Lunarier namens Zemos hat ihn kontrolliert und sich dabei des lunarischen Blutes bedient, das in ihre beiden Adern fließt. Golbes und Fusuia sind zum Mond aufgebrochen, um Zemos zu vernichten. Golbes ist der Bruder von Cecil? Dann sollte auch ich ihnen folgen und dafür sorgen, dass Zemos seine gerechte Strafe erhält. Ich hoffe, du verrätst uns nicht wieder. Wenn das passieren sollte... Töte mich. Dann komme ich besser mit, ja? Ich hatte sowieso nichts dagegen, diesen Zemos mal gehörig meine Meinung zu sagen. Edge. Dann ist es also beschlossen. Brechen wir auf. Zum Mond. Cecil! Rosa, Rydia, bleibt hier. Wir drei werden gehen.
Ich kann es nicht verantworten, dass ihr euch in eine solche Gefahr begibt. Aber Cecil, das ist nicht fair. Bitte, ihr müsst den Mondwall verlassen. Nein, ich brauche euch doch. Ist doch klar, die Kleinen müssen zu Hause bleiben. Wen nennst du hier klein? Pass gut auf dich auf, Kleine. Cecil. Kein Edge. Im Moment, warum ist das jetzt automatisch? Freunde, ich möchte doch noch eher so ein bisschen, so. Okay. Und wir brechen auf zum Mond. Lasst uns gehen. Okay, die steuern alle automatisch. Ah, und natürlich. Rosa. Hä? Geh mir aus dem Weg, Rosa. Nein, ich rühre mich erst vom Fleck, wenn ihr mich mitnehmt. Warum tust du das? Weil ich bei dir sein möchte. Solange wir zusammen sind, ist mir egal, was mir passiert. Rosa, wir haben wohl keine andere Wahl. Oberst, die Herzen im Sturm, was? Also gut, Rosa. Ich werde dich mit meinem Leben beschützen. Oh, es hat funktioniert. Was, du? Dieser Kampf geht jeden an, nicht nur euch. Außerdem bin ich die Einzige, die Kreaturen beschwören kann. Rüdiger, du auch? Also gut, lass uns alle gehen. Wir haben diesen Kampf zusammen begonnen und werden ihn gemeinsam beenden. Okay. Ja. Gut, jetzt ist die Frage aller Fragen natürlich immer noch offen. Kann ich jetzt nochmal zur Erde zurück? Ja doch, weil es gibt ein paar Dinge. Ah, das ist halt bitter, weil es gibt ein paar Dinge, die mir nicht so passen. Ich habe wohl ein paar Items vergessen an manchen Orten. Das mag ich nicht. Auch wenn es wahrscheinlich nur Ethers oder so sind oder andere Sachen. Weil wenn ich hier jetzt... Wir sind ja voll schlecht. Was ist denn da los? Bitte mach mal einmal Sicht. Ich habe aber zumindest alle Orte gefunden. Ja, da unten ist immer noch ein... Achso, das ist wahrscheinlich der Gigant. So, aber zum Beispiel... Achso. Nee. Moment. Einmal kurz landen, bitte. Danke. Wir brauchen nicht überall mit diesem riesen Wal rumlaufen. Sondern einmal kurz schlafen. Schlafen? Ja, ausruhen. Danke. Wobei ich ja nicht sicher bin, ob ich die Items überhaupt noch holen kann, weil es kann nämlich sein, dass ich einmal diese Items wirklich, dass ich das Sid gebräucht hätte. Wenn man sich das ansieht, ich habe zum Beispiel, genau, in Stadt Baron habe ich immer noch zwei Kisten, fehlen mir da immer noch. Ich glaube, die hätte ich nur holen können, während ich Sid mit habe. Weil ich wüsste nicht, wo die sonst wären. Ich glaube nämlich nach wie vor noch, dass Sid hier einen Geheimgang hätte. Hinter diesem Regal. Den ich leider vergeigt habe. Ja, weil ich nie mit Sid da reingelaufen bin. Oder habe ich sonst noch irgendwo da Sachen? Na, was ist mit dir? Wie geht es meinem Vater? Ich wette, er spielt wieder mit seinen Luftschiffen rum. Nö, aber Sid hat uns sehr viel geholfen. Ja, sonst wäre die Welt schon weg. Kann ich da, wenn ich da tausendmal drücke? Nee. Oder wo könnten da sonst noch Kisten sein? Ja, mich irritiert das immer wirklich. Ich mag das nicht. Ich will 100% haben, ja. Aber ich habe ja doch schon alles durchsucht, weil das ist ja was anderes, ne? Das ist ja schon... Doch, das ist noch Stadt Baron. Vielleicht hier irgendwo? Ja, aber ich glaube, sobald ich nach unten gehe, ist das nicht mehr Stadt Baron, oder? Moment. Kann ich da irgendwo durch? Genau, das ist der alte Wasserweg. Das ist nicht mehr Stadt Baron. Gut, weil sonst... Gucken wir nochmal in alle Häuser. Der Teufelsweg.
Also Teufelsweg teleportiert mich ja nur nach Mysidia, ne? Frumpf. Frisst mich nach unten. Oh mein Gott. Animation. Super. Das wollte ich eigentlich nicht. Mittelalter Mucke. So, nochmal. Schade, dass der auch nicht vorher fragt. Ja, irgendwie so, willst du jetzt diese lange Animation sehen oder nicht? Gut, ja, sind wir wieder zurück. Schön. So. Gut, weil sonst ist hier ja... Nee. Vielleicht ist da irgendwo ein geheimer Geheimgang noch zu finden? Nein, vielleicht aber da unten... Ich sehe so irgendwie, drückt die dritte Fackel von links und dann geht ein Weg auf, der dich, der dir hilft, weiterzukommen oder so irgendwie. Nee. Wahrscheinlich ist es voll offensichtlich. Ja, und ich habe es einfach nicht gefunden, weil ich doof bin. Da hinten sind verschlossene Kisten. Ach, und ich sehe schon, ja... Von hinten geht dann Gang rein. Kann man dieses Haus von hinten... Ach, du Schande. Ja, gut, okay. 2000 Gil. Rache des Zeus. Also, ihm ist egal, wenn ich da von hinten... Okay, gut. Ja, Gott sei Dank, jetzt haben wir dieses Mysterium gelöst. Boah, wie fies. Ja, hätte ich aber genauer gucken sollen. Na gut, haben wir wieder ein bisschen überzogen. Aber dafür, wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.